Hallöchen meine Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es darum, wie sich meine alte Farbe ausgewaschen hat. Dann, wenn ich das erledigt habe, kann ich auch das Video zu meiner neuen Haarfarbe posten, die ihr jetzt gerade nicht sehen könnt, weil ich eine Perücke trage. Meine alte Farbe, falls ihr euch nicht mehr daran erinnert, war dieses wunderschöne Kirschpink. Das Problem an dieser Farbe war ja, das hat sich relativ früh schon gezeigt, dass es wieder so eine Farbe ist, die sehr stark abfärbt, die, wenn man so ein bisschen ne, über die Kopfhaut geht oder einfach mal so durchs Haar geht, oder auch wenn es ein bisschen nass wird, dass die sehr stark abfärbt. Das heißt, das ist so eine Farbe, da sollte man auch eher nicht durch den Regen mitlaufen. Es sei denn, man trägt schwarze Sachen, dann ist das kein Problem. Also für mich wäre das jetzt kein Problem. Aber weiß sollte man da eher nicht tragen. Man sollte nicht mit den Fingern über die Kopfhaut kratzen, weil das sonst stark abfärbt. Das hat man ja auch gesehen. Ich habe euch das ja schon direkt in dem Färbevideo auch gezeigt. Und auch beim Auswaschen natürlich blutet die Farbe sehr stark aus. So nenne ich das ja immer ganz gerne. Dann zeige ich euch mal, wie sich die Farbe ausgewaschen hat. Also zwei Haarwäschen später sieht das Ganze immer noch so aus. Also immer noch sehr, sehr schön, sehr, sehr kräftig. Aber gerade bei solchen Farben, die sehr stark bluten, ist es ja meistens so, dass die sehr, sehr, sehr schnell an Farbkraft verlieren. Einfach weil die nicht so lange haltbar sind. Also zumindest die ersten paar Wäschen ist es so. Das heißt, das färbt sehr stark ab. Beim Waschen kommt sehr viel Farbe raus. Und dann sah das halt nach zwei Haarwäschen so aus. Eventuell hört man die Kaninchen im Hintergrund futtern. Das kann ich jetzt leider nicht unterbinden. Ja, immer noch eine wunderschöne Farbe, aber halt nicht mehr so dunkel, nicht mehr so kräftig wie frisch gefärbt bzw. getönt. Weitere zwei Haarwäschen später, ja, sieht man, was ich meine. Also die werden sehr schnell sehr viel heller, sind jetzt hier ziemlich pink. Das ging so in die Richtung Carnation, Flamingo Pink, so eine Mischung aus beidem. Carnation ist ja eher kräftig pink und Flamingo hat ja noch so einen leichten lila Touch. Es ist so eine Mischung aus beidem. Man darf ja auch nicht vergessen, das sieht man ja auch im Tönungsvideo, ich verlinke euch das gerne mal in die Beschreibung, dass meine Ansätze eine andere Farbe hatten als die Länge und Spitzen. Die hatten ja noch einen Blauton. Und hier kam jetzt so nach und nach auch so ein leichter lila Stich in den Längen und Spitzen durch. Das sieht man auch nach der nächsten Haarwäsche ein bisschen, da kommt es langsam so ein kleines bisschen durch. Also die Ansätze sind richtig pink und die Längen und Spitzen kriegen jetzt eben diesen leichten Blaustich, der noch wieder durchkommt von vorher. Also addiert sich das logischerweise zu einem lila Stich. Weitere zwei Haarwäschen später ist das in den Längen und Spitzen schon deutlich verblasst, wie man sieht. Ich meine, dass ich da auch schon wieder mit Reinigungsshampoo gewaschen habe, weil der Sprung jetzt schon deutlich größer war, weil ich weiß nicht, so warme Töne, gerade so pink, ist jetzt nicht unbedingt so mein Fall, kann ich nicht so ganz gerne haben. Deswegen habe ich das da schon wieder versucht rauszuwaschen. Man sieht, dass es an den Ansätzen gar nicht mal wirklich so viel gebracht hat. Da ist es immer noch recht kräftig, aber in den Längen und Spitzen wird es langsam ein bisschen pastelliger. Da geht es jetzt so in die Richtung pink-rosa mit einer leichten lila Tendenz in manchen Strähnen. Noch eine Haarwäsche später. Da sieht man ganz gut, dass sich das relativ ungleichmäßig auswäscht, wie das halt immer so ist in den poröseren Längen und Spitzen. Da sieht man im unteren Bereich, dass die teilweise schon wieder so in die Richtung Silber gehen. Manche Strähnen sind ein bisschen lilastichiger, andere sind noch recht pink, andere sind rosa. Dann sieht man hier so den leichten Übergang zu diesem, ja, violettstichigen Pink. Weitere zwei Haarwäschen mit Reinigungsshampoo sieht man einen sehr, sehr, sehr deutlichen Unterschied. Da ist das Pink in den Längen und Spitzen nämlich schon gut rausgegangen. Das Blau kommt ordentlich durch. Also ist jetzt hier bläulich, lila, je nachdem, auf welche Stelle man schaut. Die Ansätze sind immer noch richtig kräftig pink. Das hat mir so jetzt überhaupt nicht gefallen, wenn es wenigstens ein schöner Übergang gewesen wäre, würde es noch gut aussehen. Aber so, ja gut, das ist Geschmackssache. Ich mag jetzt persönlich nicht so diesen Dip-Dye-Look, wenn dann eher Ombre, aber ja gut. Weitere zwei Haarwäschen später ist es auch am Ansatz endlich mal ein bisschen heller geworden, ist aber immer noch recht deutlich pink, im Gegensatz zu den Längen und Spitzen, die jetzt ja, ein bläuliches Silber bekommen haben, beziehungsweise die Spitzen sind relativ neutral silber. Man erkennt schon so eine ganz, ganz, ganz leichte Grüntendenz, denn die Spitzen sind ja immer am porösesten. Das heißt, da geht die Farbe am schnellsten erstmal raus. Und jetzt in dem Video hier, weitere zwei Haarwäschen später, hat sich auch nicht so viel verändert. Also die Ansätze sind immer noch recht deutlich pink. Die Längen und Spitzen sind silbern. Einige Strähnen eher bläulich, andere lila. Größtenteils sind sie aber neutral bis
Silber, Grau. Ja, das kann man auch sehen, wie man will. Ist ein bisschen interessant. Wäre ja kein Problem, wenn es wenigstens gleichmäßig auch in den Längen und Spitzen gewesen wäre, dann hätte es mich ja nicht mal gestört. Aber ihr seht es ja hier. Also die Längen und Spitzen sind jetzt halt relativ neutral, silbern. Und die Spitzen gehen halt schon so langsam in die Richtung grün. Das liegt halt einfach daran, weil ich ja den Blaustich vorher hatte, ne? Und dann, ja. Also das sieht auch, finde ich, komplett blöd aus. Also die Ansätze total pink und dann die Längen bläulich, neutral, silbern und dann so grüne Spitzen. Also da sah ich auch sehr, sehr kunterbunt aus. Das konnte ich dann auch überhaupt nicht mehr sehen, was dann auch der Grund war. Weshalb ich dann meine Haare neu tönen wollte, auch wenn ich dann noch ein bisschen versucht habe, meinen Ansatz ein bisschen heller zu bekommen, einfach indem ich nochmal ein bisschen gewaschen habe. Das hat dann auch ein bisschen geklappt. Der wurde dann halt ein bisschen blasser. Aber ihr seht es ja in den Videos, dass der immer noch recht kräftig ist. Das werdet ihr dann auch demnächst in meinem neuen Tönungsvideo sehen, wie es dann letztendlich aussah. Naja, wirklich viel hat sich da nicht mehr getan, aber aufgrund der Längen und Spitzen, weil die halt langsam unschön ausgesehen haben, konnte ich es halt dann nicht mehr sehen und habe was anderes drüber gegeben. Und was das ist, erfahrt ihr dann in meinem nächsten Video. Ich hoffe, dieses Video hat euch weitergeholfen. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Lasst doch gerne mal Feedback da, wie euch das gefallen hat, wie euch diese Farbe gefallen hat. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis demnächst. Macht's gut. Tschüss.